Hallo und herzlich willkommen zur Kurzvorstellung unserer Beratung für das Handwerk. Mein Name ist Nicole Dillmann, ich bin betriebswirtschaftliche Beraterin bei der Handwerkskammer Koblenz und gemeinsam mit der Leiterin des Beratungsteams Unternehmensführung, Daniela Becker-Kalb, stellen wir Ihnen nun die Leistungen der Betriebsberatung der Handwerkskammer Koblenz vor. Somit starten wir nun mit einem kurzen Überblick über die Abteilung der Beratung und Wirtschaftsförderung. Wir sind dabei in zwei Teams aufgeteilt. Zum einen das Team Technik und Innovation, welches Sie zu allen technischen Themen berät. Und unser Team Unternehmensführung, das Sie bei allen betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten unterstützt. Unsere Beratungen sind für Mitgliedsbetriebe und Existenzgründer im Handwerk kostenfrei. Die Beratungen sind individuell. Und wir versuchen Ihnen eine objektive Einschätzung Ihrer Anfrage oder Ihres individuellen Vorhabens zu geben. Die Beratung ist eng mit anderen Abteilungen der Handwerkskammer oder auch mit externen Partnern vernetzt. Mit der Rechtsabteilung, wenn es um rechtliche Fragen geht, zum Beispiel Fragen zu Vertragsgestaltungen oder arbeitsrechtlichen Themen. Mit der Handwerksrolle, wenn es gilt, die Voraussetzungen für die Eintragung in der Handwerkskammer zu prüfen. Oder auch mit der Ausbildungsberatung, wenn Sie zum Beispiel erstmalig ausbilden möchten oder sich in die Lehrstellenbörse eintragen lassen möchten. Mit der Weiterbildungsabteilung, um passgenaue Weiterbildungen für Sie zu erhalten. Oder Sie möchten die Meisterprüfung ablegen, dann stellen wir hier gerne den Kontakt zu den Kollegen her. Wir sind gut vernetzt mit externen Partnern, wie zum Beispiel der Steuerberaterkammer und Rechtsanwaltskammer in Rheinland-Pfalz. Hier bieten wir gemeinsam im Rahmen der Starterzentren Sprechtage an. Wir stehen eng mit den öffentlichen Banken, wie zum Beispiel der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz in Mainz oder auch den Hausbanken vor Ort in Kontakt und arbeiten eng mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Kreise, Städte und Verbandsgemeinden zusammen. Wir unterstützen unsere Mitgliedsbetriebe mit allgemeinen Informationen oder auch mit branchenspezifischen Informationen zu den verschiedenen Handwerken. Welche neuen Trends oder neue Dienstleistungen gibt es? Welche Chancen bieten sich für das Handwerk? Wir führen Veranstaltungen oder Gruppenberatungen und Workshops durch. Wir gestalten Webseminare oder Sie können an Exkursionen teilnehmen. Im Vordergrund steht sicherlich die individuelle persönliche Beratung in Ihrem Betrieb oder für Existenzgründer bei uns in der Handwerkskammer. Die Beratungen sind für alle kostenfrei und zum Teil von Bund und vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. Wir begleiten Sie in jeder Unternehmensphase, von der Gründung bzw. Vorgründung über die Wachstums- und Sicherungsphase bis hin zu einer möglichen Übergabe Ihres Unternehmens an einen Nachfolger. Ja, und was genau beinhaltet nun die betriebswirtschaftliche Beratung? Das werden wir uns jetzt einmal näher ansehen. Sie haben eine Idee zur Selbstständigkeit oder gerade die Meisterprüfung abgeschlossen und überlegen, sich selbstständig zu machen, dann sind wir die erste Anlaufstelle für Sie. Wir unterstützen Sie unter anderem bei der Erstellung eines Businessplans und informieren Sie über handwerksrechtliche Voraussetzungen, öffentliche Finanzierungshilfen und viele weitere Punkte, die bei einer Gründung zu berücksichtigen sind. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Rentabilitätsvorschau und erstellen Ihnen auch gerne einen Finanzierungsvorschlag. Oder Sie sind über den Status der Existenzgründung bereits weit hinaus und führen bereits einen Betrieb und diesen vielleicht schon, ja, schon sogar seit vielen Jahren oder Jahrzehnten und denken über den wohlverdienten Ruhestand nach, möchten Ihren Betrieb aber nicht schließen, sondern in treue Hände übergeben, haben aber auch noch keinen Betriebsübernehmer in Aussicht. Wir zeigen Ihnen, wo Sie eventuell einen Nachfolger finden. Weiterhin stellt sich bei der Betriebsübergabe zwangsläufig natürlich auch immer die Frage, was ist der Betrieb eigentlich wert? Wir erstellen Ihnen dazu auch gerne eine Unternehmenswertermittlung. Ebenso geben wir Ihnen Hilfestellung, welche zusätzlichen Aspekte bei einer Betriebsnachfolge noch zu beachten sind und wie Sie im Detail vorgehen können. Ein weiteres Themenfeld unserer Beratung sind Finanzierungen aller Art. Sie möchten eine Investition tätigen, das heißt eine Maschine anschaffen oder Ihr Warenlager aufstocken, dann zeigen wir Ihnen, welche öffentlichen finanziellen Hilfen Sie erhalten und wie und wo Sie diese beantragen können. Ein großes Thema derzeit ist selbstverständlich auch der Fachkräftemangel.
Bei uns erhalten Sie umfangreiche Hilfestellungen, wie und wo Sie Ihr zukünftiges Personal finden, beziehungsweise wie Sie Ihre Mitarbeiter langfristig an Ihr Unternehmen binden. Daneben beantworten wir Ihnen auch Fragen zum Thema Außenwirtschaft. Was ist zu beachten, wenn Sie im Ausland tätig werden wollen? Hierzu haben wir zu den verschiedenen Ländern ausführliche Leitfäden, die Sie bei Ihrem Vorhaben unterstützen und auch eine entsprechende Beratung. Am Beginn einer betriebswirtschaftlichen Beratung steht oftmals eine umfassende Betriebsanalyse. Damit können wir gemeinsam mit Ihnen die Stärken und Schwächen in Ihrem Unternehmen finden und so individuelle Strategien für Ihre Unternehmensführung geben. Zu den einzelnen Themen finden Sie auch weitere Informationen und Ansprechpartner auf unserer Homepage. Hier sehen Sie das Beratungsteam Unternehmensführung der HWK Koblenz. Wir sind auf die jeweiligen Landkreise im Kammerbezirk aufgeteilt. Bitte sprechen Sie uns daher auch gerne direkt an. Wenn Sie Existenzgründerin oder Existenzgründer sind, dann wenden Sie sich gerne an unsere beiden Existenzgründungsberater, die Christina Zeuzheim und den Maximilian Zimmermann. Christina Zeuzheim ist des Weiteren auch für das Thema der Außenwirtschaft zuständig. Kommen wir nun zum Team Technik und Innovation. Hier geht es zum Beispiel um Fragen des Einsatzes von neuen Technologien. Was ist hierbei zu beachten? Wie kann ich dies in meinem Betrieb umsetzen? Sie möchten zum Beispiel eine CNC-gesteuerte Maschine anschaffen oder Produkte mittels Lasertechnik bearbeiten. Was ist hier zu beachten und wie erfolgt die praktische Umsetzung? Eventuell möchten Sie für Ihre Produkte ein Patent anmelden oder Ihren Namen zum Beispiel als Marke schützen. Auch hierzu beraten wir Sie. Digitalisierung ist derzeit ein großes Beratungsthema. In der Handwerkskammer gibt es zwei Digitalisierungsberater, die Sie in allen Fragen dazu unterstützen. Sei es im Aufbau oder der Optimierung einer Homepage, wie wollen Sie in den sozialen Netzwerken agieren oder auch zum Thema IT-Sicherheit und Datenschutz oder dem Online-Marketing. Aber auch zur Netzwerktechnik und allen weiteren Fragestellungen rund um das Thema Digitalisierung stehen wir Ihnen für eine Beratung gerne zur Verfügung. Weitere Themen im Team Technik und Innovation sind die Umsetzung des Arbeitsschutzes. Was muss nach der Arbeitsstättenverordnung beachtet werden? Können wir Sie eventuell bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz unterstützen? Weiterhin beantworten wir Fragen zum Thema Altbausanierung und zum Denkmalschutz. Wir verfügen über ein Denkmalpflegezentrum in Herrstein. Dort ist unser Denkmalpflegeberater vor Ort. Dieser führt zum Beispiel auch überschlägige Wertermittlungen von Immobilien im Rahmen einer geplanten Betriebsübergabe durch. Gibt es in meinem Unternehmen Möglichkeiten der Energieeinsparung? Auch hierzu beraten wir Sie. Hier wurde ein Energiebuch entwickelt, das wir Ihnen gerne vorstellen würden. Welche Themen sind in Ihrem Bereich Umweltschutz, Nachhaltigkeit vielleicht auch noch wichtig zu beachten? Wir haben Berater, die Sie in der Betriebs- und Fertigungsplanung unterstützen oder bei der Standortplanung, sei es bei der Betriebsgründung oder auch bei Betriebserweiterungen. Worauf müssen Sie hier achten? Wie gehen Sie am besten vor? Und noch vieles mehr. Auch hierzu, zu den ganzen Themen des Beratungsteams Technik und Innovation, finden Sie weitere detaillierte Informationen auf unserer Homepage. Hier sehen Sie das Beratungsteam Technik und Innovation der Handwerkskammer Koblenz nochmal in der Übersicht. Hier haben wir die Beauftragten für Technik und Innovation, zwei technische Berater, Frau Schmidt-Jung und Herr Sprenger und die beiden Digitalisierungsberater. Ihre Ansprechpartner sind hier nicht nach Landkreisen, sondern nach unterschiedlichen Themenschwerpunkten aufgeführt. Sprechen Sie die Berater gerne direkt an oder, wie Sie im Überblick jetzt sehen, können Sie auch gerne direkt die beiden Teams, das Team Unternehmensführung oder Team Technik und Innovation, ansprechen und wir leiten Ihre Anfrage dann gerne an den entsprechenden Ansprechpartner weiter. Ja, dies war unser Einblick in die Beratungsleistungen der Handwerkskammer Koblenz. Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse an einer Beratung geweckt haben und freuen uns über Ihre Anfragen. An dieser Stelle verweisen wir auch noch einmal auf unsere Internetseite. Dort finden Sie weitere Informationen zu unseren Beratungsthemen und die entsprechenden Ansprechpartner.
Hier werden auch geplante Veranstaltungen veröffentlicht, zu welchen Sie die Handwerkskammer Koblenz gerne begrüßt. Sollten Sie also in betriebswirtschaftlichen, rechtlichen, außenwirtschaftlichen, technischen Bereichen oder zum Thema Digitalisierung Fragen haben, stehen wir mit dem gesamten Beratungsteam der Handwerkskammer Koblenz auch immer für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuschauen, Ihre Betriebsberatung der Handwerkskammer Koblenz.